Hallihallo, hier ist Buttercake und das hier ist Teil 0, weil ich das jetzt immer so mache, meiner Tutorial-Serie über einen 4-Bit-Multiplizierer. Das gute Stück sieht von oben so aus und kann eigentlich nur Zahlen von 0 bis 15 miteinander multiplizieren. Das sieht dann in etwa so aus. Rechnen wir mal 5 mal 6. Das Ganze sieht dann so aus. Diese linke Zahl hier, also die Zahlen sind erstmal komplett binär. Die linke Zahl, diese vier Hebel, muss man so lesen, dass links das höchste Bit ist und rechts das niedrigste, beziehungsweise größte und kleinste. Und diese Zahl ist genau andersrum, da ist hier das kleinste Bit und da das größte. Das kann man aber ändern, wenn man will. Wir haben jetzt 5 mal 6 gerechnet und wenn wir hier hinterfliegen, dann sehen wir den Output 0, 1, 1, 1, 1. Und das ist umgerechnet 2 plus 4 sind 6 plus 8 sind 14 plus 16 und das sind insgesamt 30. Also stimmt das Ergebnis dieser Multiplikation. Machen wir doch mal ein anderes kleines Beispiel. Dafür wähle ich zwei andere Zahlen. Und zwar, was nehmen wir da? Nehmen wir mal 7 und 9. 9 mal 7 sind, wie ihr bestimmt alle wisst, 63. Und wenn wir uns das hier hinten angucken, Moment, 9 mal 7? Doch, ja, 63. Und wenn wir uns das hier angucken, dann haben wir als Output 1 plus 2. Wobei, so ist es vielleicht einfacher, weil wir haben hier 1, 2, 4, 8, 16, 32. Hier ist die 64. Und 1 niedriger wäre einfach 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und genau das ist unser Output. Also das hier ist die 63 im Binärsystem. Gut, in dieser Videoserie werde ich euch natürlich zeigen, wie ihr das Ganze bauen könnt. Aber vorher, und dafür ist Teil 0 da, werde ich euch erklären, wie ihr euch das Ganze stark erleichtern könnt. Ich benutze ein paar Mods. Dazu gehören Singleplayer-Commands, um hier was einzugeben, und WorldEdit, um große Flächen zu bearbeiten. Außerdem habe ich eine Mod namens WorldEdit CUI, die diesen Rahmen hier macht. Was das ist und so weiter und so fort, könnt ihr alles in meinem Mod-Video gucken. Das ist auf meinem Channel verlinkt. Wenn bei euch irgendetwas falsch sein sollte. Achso, genau. Und ich benutze Creative. Nee, Quatsch. More Creative. Das ist dieses GUI hier an der Seite. An den Seiten. Naja. Wenn bei euch irgendwas nicht funktionieren sollte, wenn ihr es nachgebaut habt, dann macht Folgendes. Sucht den Fehler erstmal selbst. Wenn es dann nicht funktioniert, dann reißt es einfach nochmal ab, wenn ihr wollt, und baut es komplett neu. Dann sollte der Fehler auch draußen sein. Oder nach der Folge könnt ihr euch eine Schematic-Datei runterladen, die ihr mit WorldEdit einfügen könnt. Dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht, übrigens. Und dann könnt ihr das eben einfügen und mit eurem vergleichen und vielleicht auch einen Fehler finden oder einfach mit meinem weiterbauen. Wie gesagt, das kommt nach jeder Folge, also ab Teil 1. Was gibt es jetzt noch? Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Wir können dann also gleich anfangen mit dem Bauen. Ich sag bis gleich oder später oder morgen oder wann auch ihr immer zuschaut. Tschüss.